Hi, Andi hier von Nexas Media. In diesem Video geht es etwas trockener zu, trotzdem ist es ein super wichtiges Thema, denn wir wollen unseren WooCommerce Online-Shop für unsere digitalen Produkte DSGVO-konform aufbauen, also nach deutschen Rechtsstandards, um da nicht in irgendeinen Zwiespalt am Ende reinzurutschen. Wie wir das ziemlich unkompliziert hinbekommen, das zeige ich dir in diesem Video. Jetzt wollen wir uns alle anschauen, wie wir WooCommerce rechtssicher darstellen können. Und WooCommerce ist ja ein Plugin von WordPress. Wir befinden uns gerade in der WordPress-Oberfläche und natürlich sitzen auch die Programmierer, ich meine in Amerika, die setzen sich jetzt relativ wenig mit deutschen Rechtsstandards auseinander. Wir bekommen trotzdem von WooCommerce direkt Werbung eingeblendet und zwar von German Market. Und das ist genau die Erweiterung, die ich dir heute vorstellen möchte. Es gibt verschiedene, die man hier wählen könnte. Es gibt noch Germanized. Das Plugin kann man auch bis zu einem gewissen Grad kostenlos verwenden. Und dann gibt es eben German Market. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass German Market mit vielen Add-ons einherkommt. Das ist für mich so der prägnanteste Vorteil, denn ich kann quasi German Market mit meinem Buchhaltungssystem, zum Beispiel Bilby oder Zendesk, ich selbst nutze Zendesk, verbinden, sodass die Rechnung automatisch an meinen Steuerberater weitergeleitet werden oder in meine Buchhaltungssoftware eingepflegt werden und ich das alles nicht manuell eben machen muss. Das kann Germanized zum aktuellen Stand zumindest nicht. Dafür kommt es mit anderen coolen Vorteilen, wie zum Beispiel, ich glaube, eine Trusted Shops Anbindung oder sowas. Wir wollen uns jetzt aber German Market anschauen. Dafür habe ich marketpress.de aufgerufen und ein Produkt von Marketpress ist eben German Market. Die kümmern sich quasi um den gesamten Aufbau eines DSGVO-konformen Shopsystems mit WooCommerce. Und es ist im Grunde ziemlich einfach. Also sie informieren hier schon mal über alles, was sie quasi so anbieten. Und für mich das Wichtigste sind quasi einfach die Rechtstexte mit, die einherkommen. Und eben Punkte, die einfach dargestellt werden auf der Produkt- und Shopseite, wie zum Beispiel, dass immer bei einem Preis auch gleichzeitig die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss in Deutschland. Das ist Pflicht. Ich gehe mal auf Jetzt kaufen und sehe hier unter anderem einen Business-Vertrag für 5 Domains. Das ist jetzt für mich zielführend. Du kannst natürlich bei einer Domain bleiben. Das unterscheidet sich jetzt nicht großartig. Ich habe einfach mehrere Domains, auf die ich das Ganze anwenden möchte. Deswegen gehe ich weiter mit meinen 5 Domains, lege das in den Warenkorb. Wenn du dich allerdings dazu entscheidest, dass wir deinen gesamten Online-Shop quasi aufbauen, dann bekommst du alle Premium-Plugins kostenlos mit inklusive. Du musst dich da um gar nichts dran kümmern. Wie gesagt, Link dazu unter diesem Video. Okay, ich sehe schon die Bezahlungsmethoden und das passt mir sehr gut, denn ich möchte das Ganze mit PayPal bezahlen. Okay, Rechnungsdetails, die gebe ich einmal schnell ein. Mir ist gerade aufgefallen, über meine E-Mail-Adresse besteht schon ein Konto. Dementsprechend bin ich sogar schon angemeldet und muss jetzt nur noch mein Produkt kaufen. Ich habe bereits eine German Market Lizenz für einen anderen Online-Shop. Dementsprechend muss ich jetzt einfach nur noch ein Upgrade kaufen. Sage weiter zur Kasse. Du kannst diesen ganz normalen Bestellprozess durchführen, wenn du noch keine German Market Lizenz hast. Das hier ist zum Beispiel auch eine Sache, die ganz wichtig ist in Deutschland, und zwar den Verzicht auf Widerrufsrecht bei digitalen Produkten, denn wir können ja jeden Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Digitale Produkte laden wir aber beispielsweise runter wie ein E-Book. Und wenn wir das einfach nach 14 Tagen oder innerhalb von 14 Tagen widerrufen, dann könnten wir das ja theoretisch immer so machen. Und genau deshalb muss es so ein Widerrufsrecht in Deutschland eben geben, beziehungsweise ein Ausschluss von diesem Widerruf. Und all das bringt uns quasi German Market unter anderem. Okay, die Bestellung wurde durchgeführt. Du kannst dich dann bei German Market auch einfach anmelden. Ich klicke jetzt hier oben auf Dashboard, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und ich sehe jetzt hier bei mir German Market und genutzte Domains eine von 5. Ich habe es auf einer Domain schon benutzt, habe jetzt quasi noch 4 weitere offen und kann mir als allererstes mal German Market hier runterladen. Also Download Version 3.11.1. Du brauchst natürlich WinRAR, um so eine ZIP-Datei zu öffnen. Das hatten wir ja bereits in vergangenen Videos. Und jetzt gehe ich zurück zu meinem WordPress, gehe auf Plugins installieren, sage Plugin hochladen und Datei auswählen. So, WooCommerce German Market, das haben wir gerade runtergeladen. Jetzt installieren. Es dauert einen kleinen Moment und automatisch mit der Installation von German Market werden einige Features direkt aktiv. Und ich gehe auf Plugin aktivieren und als erstes müssen wir unseren Lizenzschlüssel eingeben. Den kopiere ich mir hier einfach von meiner Dashboard-Seite runter mit STRG-C auf der Tastatur, füge das ein mit STRG-V und sage Aktivierung mit oben ausgewählten Einstellungen abschließen. So. Okay, Lizenz aktiviert. Wir haben jetzt unter WooCommerce, diesem Reiter hier in WordPress, auch noch einen Reiter mit German Market. Und ich hatte ja schon vorher gesagt, so ein paar Punkte haben sich schon verändert. Ich glaube unter anderem, ich gehe mal hier auf alle Produkte. Wir hatten ja in der Vergangenheit, um die Bezahlungssysteme einzurichten, ein Testprodukt angelegt. Das sieht jetzt noch gar nicht aufgehübscht aus. In erster Linie wollen wir uns ja rein um die Funktionalitäten kümmern.
Und wir sehen hier zum Beispiel schon, enthält 19% Mehrwertsteuer zuzüglich Versand. Also so kleine Add-ons, die jetzt mit dabei sind, die einfach in Deutschland wichtig oder sogar Pflicht sind. Wir können das Ganze in den Warenkorb legen und jederzeit, wenn wir diesen Betrag sehen, sehen wir quasi auch gleichzeitig die ausgewiesene Mehrwertsteuer. Also auch hier sehen wir zum Beispiel, wie viel Mehrwertsteuer aktuell enthalten sind, diese 19%. Hier unten sehen wir es wieder, das ist ganz wichtig. Das können wir auch alles selbst programmieren. Es gibt sicherlich auch andere Plugins, aber ich bin auch immer so ein Freund davon, Zeit zu sparen, und German Market ist einfach so eine Extension, so eine Erweiterung. Du siehst das, wir können direkt super schnell und einfach viel Zeit sparen, weil viele Änderungen automatisch umgesetzt und vorgenommen werden. Und auch hier unten sehen wir wieder, dass immer diese 19% Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Okay, wir sehen außerdem allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung. Wenn ich das mal in neuen Tabs öffne, habe ich auf einmal sogar allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich habe eine Datenschutzerklärung und ich habe einen Widerruf. Und das habe ich alles nicht selbst erstellt. Das kam jetzt automatisch und so durch unser German Market. Also es wurden auch neue Seiten angelegt. Wenn ich hier unter Seiten auf alle Seiten klicke, dann sehe ich beispielsweise hier Bestellung, bestätigen, absenden, allgemeine Geschäftsbestimmungen, Datenschutzerklärung, beziehungsweise dieser Entwurf hier kam sogar von WordPress selbst. Zahlungsweisen, Widerruf für digitale Inhalte, ganz wichtig, denn wir haben ja ein digitales Produkt, der normale Widerruf. Also all diese Seiten wurden jetzt automatisch durch German Market angelegt. Sehr, sehr praktisch. Wir wollen uns das Plugin genauer anschauen. Ich gehe auf WooCommerce und öffne dann den Tab German Market und sehe beispielsweise hier schon mal verschiedene weitere Tabs, die wir einfach mal durchklicken können, wo wir uns so ein bisschen zurechtfinden können. Wir sehen aber hier auch Add-ons und German Market arbeitet mit Add-ons, um das Ganze so ein bisschen schlanker zu halten. Denn wenn die alle von vornherein aktiviert werden, würde das so ein bisschen Ressourcen von uns fressen. Und auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich relativ unübersichtlich, weil wir brauchen ja gar nicht all diese Dinge, ne? Also gerade wenn wir EU-weit verkaufen, ist so eine EU-Mehrwertsteuer von Vorteil oder eine EU-Umsatzsteuer-ID. Was für mich jetzt zum Beispiel interessant ist, ist einmal eine Rechnungs-PDF, also automatisiert Rechnung zu bestellen, denn mein Videokurs wird vielleicht auch unter anderem im B2B-Bereich gekauft, da sind Rechnungen dann doch schon mal wichtig. Ich kann eine fortlaufende Rechnungsnummer erstellen lassen, das kann WooCommerce zum aktuellen Stand eben noch nicht. Auch sowas hier kann ich aktivieren, was super praktisch für mich ist. Und in meinem Fall eben noch Safdisk, weil es einfach das Buchhaltungssystem ist, mit dem ich arbeite. Vielleicht arbeitest du mit Bilby und kannst das entsprechend aktivieren oder mit der 1&1 Online-Buchhaltung. Oder hier LexOffice, wenn du Stornos anbieten willst, etc. Überall gibt es auch hier schon so kleine Erklärvideos, also sehr praktisch. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich gesehen, wo man sich so ein bisschen durchfuchsen kann. Und ich sage jetzt noch Zefdesk aktivieren. Das können wir später noch verbinden. Ich sehe automatisch schon Rechnungs-PDF, Rechnungsnummer und Zefdesk. Diese Reiter haben sich hier automatisch aufgeklappt, weil ich diese Add-ons aktiviert habe. Wir gehen aber nochmal in die allgemeinen Einstellungen von German Market und wollen jetzt alles rechtssicher umsetzen. Zum einen erforderliche Seiten, Impressum. Wir können also quasi unsere Impressum-Seite auswählen, die quasi beim Impressum verlinkt werden soll. Und wir haben das gerade eben in der Kassenseite schon gesehen, dass hier direkt Seiten verlinkt werden und wir können quasi jetzt sagen, wohin diese Verlinkung führen soll und können eine unserer Seiten auswählen. Impressum ist aber schon vollkommen richtig, das stimmt. Mein Impressum ist mein Impressum, außer ich würde es jetzt eigenständig neu aufbauen. Wenn du deinen Online-Shop mit uns aufbauen möchtest, dann erstellen wir dir ein ganz spezifisches, auf dich abgestimmtes Impressum und eine Datenschutzerklärung, die eben wirklich alles erfüllt, denn diese Mustertexte sind mit Vorsicht zu beachten. Wenn du erstmal glaubst, du hast keinen so gigantischen Kundenkreis, dann kannst du mit diesen Mustertexten vielleicht erstmal arbeiten oder iRecht24 ist, glaube ich, eine gute Anlaufstelle, wo du auch Datenschutzerklärungen dir erstellen lassen kannst. Grundsätzlich, wenn du hier viel Traffic auf deiner Seite generieren möchtest, würde ich auf jeden Fall nochmal einen Anwalt drüber schauen lassen. Machen wir in unserem Fall auch so. Aber gerade für den Anfang ist es natürlich vollkommen ausreichend. Versand und Lieferung ist die Seite Versand und Lieferung, voreingestellt von German Market. Datenschutz ist Datenschutz, Zahlungsweisen, Zahlungsweisen, Bestellungen bestätigen und absenden, passt auch alles für mich. Ich schaue mir natürlich diese Seiten nochmal im Detail an und überarbeite sie vielleicht zu einem gewissen Maß. Also wir sehen hier zum Beispiel bei Widerruf Haftungshinweis. Das nachstehende Muster ist von Rechtsanwalt. Diesen Haftungshinweis würde ich zum Beispiel anschließend einfach rauslöschen. Ne? Ansonsten Widerruf nochmal durchlesen und schauen, ob das soweit passt oder eben nicht passt. Unzutreffendes Streichen steht hier beispielsweise ja auch schon. Einen ganz normalen Widerruf brauchen wir im Grunde auch gar nicht, sondern nur einen Widerruf für digitale Inhalte. Das heißt, alle Seiten, die hier mit German Market kommen, solltest du dir auf jeden Fall nochmal anschauen und einfach so ein bisschen was rausstreichen. Gut, Widerrufsbelehrung. Schauen wir uns das mal als nächstes an. Widerrufsfrist 14 Tage. Wir lassen mal, wie es ist. Widerruf für digitale Inhalte ist auch schon verlinkt und das ist im Grunde auch alles, was wir zukünftig brauchen. Das bedeutet, dieser Widerruf von 14 Tagen gilt für unsere digitalen Produkte sowieso nicht, nur dann, wenn du eben bestimmte andere Produkte mit anbietest.
Vorlagen für Rechtstexte. Das ist jetzt super interessant, denn du hast hier deine Rechtstexte, die so auch schon als Seiten erstellt wurden und hast sie quasi als fertige Vorlage. Also selbst wenn du die irgendwie in Form deiner Seiten löschen würdest oder du hast auch englische Kunden, kannst du hier einfach klicken auf Kopiere HTML-Text in die Zwischenablage. Ich klicke da einmal drauf, es wurde kopiert. Sag Seite, erstellen, das mache ich mal in einem neuen Tab. Sag jetzt zum Beispiel Impressum, ich nenne es jetzt einfach mal Englisch, man würde eine Seite so nicht benennen, ich will es nur demonstrieren. Und hier bei Text, wir bräuchten theoretisch nicht mal den Divi-Bilder. Du kannst einfach hier beim Text quasi HTML einfügen. Wenn ich STRG-V drücke, wird der gesamte HTML-Code hier eingefügt. Wenn ich wieder auf visuell gehe, ist jetzt der HTML-Code schon visuell übertragen und dargestellt worden. Das ist jetzt quasi mein Impressum auf Englisch. Natürlich sind hier noch hinterlegt diese ganz normalen Template-Placeholder. Also in dein Impressum muss natürlich deine Anschrift, dein Name etc. mit eingetragen werden. Wir sehen das auch nochmal hier in der Datenschutzerklärung beispielsweise. Die hat ein Inhaltsverzeichnis und hier steht Verantwortlicher. Das musst du natürlich mit deinen Daten ersetzen. Auch E-Mail-Adresse, Telefon, Impressum, Kontaktdatenschutzbeauftragter. Hast du keinen, dann kannst du es rauslöschen. Also hier in Rot stehen auch immer Angaben, die für dich interessant sind. Letztendlich solltest du alles, was in Rot geschrieben ist, sowieso rauslöschen und eben deine Daten austauschen. Das ist nur ein Mustertext, den du für dich so ein bisschen eben anpassen kannst. Auch wenn du Cookies verwendest etc. Wir sind wieder zurück bei German Market, haben also hier unsere gesamten Vorlagen für Rechtstexte. Gerade dann, wenn du deinen eigenen Online-Kurs aufbauen willst, hast du das vielleicht erstmal im Sinne eines Kleingewerbes, dass du quasi ohne Steuern abzugeben erstmal Umsätze generieren darfst. Wenn du ein Kleingewerbe hast, dann kannst du das hier aktivieren. Das bedeutet, es wird keine Mehrwertsteuer ausgewiesen, weil du eben die Kleingewerberegelung automatisch hier mit drin hast. Auch eine Funktion, die so eben bei WooCommerce gar nicht besteht. Lieferzeiten. Interessiert uns so gar nicht. Zeige die Lieferzeit auf der Produktseite, brauchen wir nicht. Standardwert Lieferzeit nicht angeben. Zeige Lieferzeit in der Bestellungsansicht, nein. Wir wollen gar keine Lieferzeiten anzeigen, denn unser Produkt ist digital. Wir haben Streichpreise. Super cool, es werden also quasi Preise durchgestrichen, wenn wir ein bestimmtes Angebot haben. Also es hat sich auch so ein bisschen was hier in dieser Produktübersicht geändert. Ich gehe nochmal hier auf alle Produkte und sage, ich möchte mein Produkt bearbeiten. Und habe hier so ein paar neue Funktionen jetzt mit dazu bekommen. Es ist ein einfaches Produkt, variables Produkt, gruppiertes Produkt. Und ich habe hier unten zum Beispiel einen Streichpreis, den ich auswählen kann. Also zum Beispiel ehemalige unverbindliche Preisempfehlung. Angebotspreis ist 1 Euro, vorher waren das Ganze 3 Euro. Ich klicke mal auf Aktualisieren. Und jetzt sehen wir, 3 Euro sind durchgestrichen. Es ist ein Streichpreis und 1 Euro wird angegeben. Also auch sowas kommt eben durch German Market. Wir haben hier unten auch noch die Funktion von einem Grundpreis mit dazu bekommen. Zum Beispiel Maßeinheit Zentimeter. Wir könnten jetzt einfach mal sagen, zum Beispiel Liter. Und wir verkaufen Wein und die Grundmenge soll mit einem Liter berechnet werden. Und die komplette Produktmenge sind aber 0,7 Liter, weil es in der 0,7 Flasche eben verkauft wird. Ich gehe mal auf Aktualisieren, ob der das jetzt bei mir bei einem digitalen Produkt annimmt. Wir schauen es uns einmal an. Ich öffne die Seite in einem neuen Tab. Und genau, wir sehen hier also, dass aktuell bei uns 1 Liter 1,43 Euro kostet. Also auch das ist super praktisch, wenn wir eben mit variablen Produktgeschichten arbeiten. So kennt man es ja auch von anderen Online-Shops teilweise. Okay. Das soll uns aber mit einem digitalen Produkt alles erstmal gar nicht interessieren. Ich will dir nur so einen kleinen Einblick eben in German Market geben. Genau, Streichpreise haben wir uns angeschaut. Wir gehen jetzt weiter zu unseren Produkten. Hinweis für Versand in Nicht-EU-Länder anzeigen. Also gerade, wenn sich da in irgendeiner Form die Steuer etc. ändert, wenn du Nicht-EU-Länder mit einschließen möchtest, kannst du das aktivieren und kannst einen Hinweis quasi hinzufügen. Das kann für unsere Produkte interessant sein. Zeige Artikel, Einzelpreise in der Bestellung. Brauchen wir auch nicht. Wenn jemand unseren Artikel kauft, dann wahrscheinlich keine Menge von 3, weil es ist eben ein Videokurs. Button-Text zum Produkt, das passt soweit alles. Produktbilder im Warenkorb anzeigen, könnte vielleicht so ganz cool sein. Wir können die auch auf der Kassenseite anzeigen lassen etc. in der Bestellzusammenfassung. Aber die Kassenseite können wir auch noch entsprechend anpassen, so wie wir das möchten. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Grundpreis anzeigen, ja, das ist in Ordnung. Automatische Grundpreisberechnung. Beziehungsweise den Grundpreis brauchen wir gar nicht bei unserem digitalen Produkt. Automatische Berechnung brauchen wir in dem Fall auch nicht. Und ich speichere die Einstellung. Also Grundpreis war, was wir uns eben mit dem Weinbeispiel quasi angeschaut haben. Wir gehen als nächstes zu Bestellvorgang. Links zu rechtlichen Kundeninformationen anzeigen. Das haben wir ja gerade eben gesehen, wo quasi Widerrufsbelehrungen etc. verlinkt wurden. German Market Checkout Template erzwingen. Es kommt quasi hier ein Template extra mit German Market. Wir können das einfach mal aktivieren.
Und ich gehe mal auf Einstellungen speichern und wir schauen jetzt, wie der Checkout aussieht. Ich gehe also wieder auf mein Produkt, sage, ich möchte das in den Warenkorb legen, Warenkorb anzeigen. Und jetzt kommt das Checkout-Template. Hat sich allerdings nicht so viel verändert. Für digitale Inhalte, ich stimme ausdrücklich zu, dass der Verlag widerruft. Und das ist eben genau dieser wichtige Punkt, dass man auf seinen Widerruf verzichtet, wenn man quasi digitale Inhalte erwirbt oder in dem Fall kauft. Und der Kunde muss das quasi akzeptieren, um die Bestellung durchzuführen. Und ein Widerruf ist in diesem Fall ausgeschlossen, was auch vollkommen richtig und legitim sein muss. Wir können nochmal einen Blick in die Checkboxen werfen, können alle Texte entsprechend auch anpassen. AGB, Datenschutzbestimmung, Widerruf, muss alles aktiviert werden. Also du siehst, diese Grundvoraussetzungen oder diese Grundeinstellungen von German Market sind schon super gut und super hilfreich. Und hier auch die Checkbox für digitale Inhalte. Also German Market erkennt, wenn wir in unseren Produkteinstellungen ausgewählt haben, dass es sich um ein digitales Produkt handelt. Und dafür wollen wir das automatisch aktiviert haben. Und das ist eben für uns super wichtig. Das hätten wir quasi selbst über ein Formular mit programmieren müssen, damit diese Checkbox bei WooCommerce im Nachhinein besteht. Auch das hier, die persönlichen Daten werden eben an den Finanzdienstleister weitergegeben, in dem Fall zum Beispiel Stripe oder PayPal. Und auch das muss natürlich akzeptiert werden. Ne? Wir können auch noch eine benutzerdefinierte Checkbox mit dazufügen. Also wenn du irgendwas anderes noch mit den Kundeninformationen machst, die bei dir bestellt haben oder noch andere Felder von den Kunden abfragst, dann kannst du theoretisch hier den Text auch noch eingeben und auch sagen, dass diese Checkbox aktiviert werden muss. Auch wenn quasi noch ein Konto registriert wird. Selbst für so eine Registrierung bei WordPress quasi, haben wir hier ein Feld, dass die Datenschutzerklärung unter anderem gelesen und zugestimmt wird. Wir können auch sagen, dass Produktbewertungen eingehen sollen. Das deaktiviere ich jetzt mal. Das bräuchte ich jetzt erstmal hier auf der Seite nicht. Und klicke wieder Einstellungen speichern. Zumindest finde ich Produktbewertungen auf der eigenen Website, lassen die sich so relativ leicht auch fälschen. Da kann man ja alle sagen, ich kenne so viele Websites, die sagen, unsere 10.000 zufriedene Kunden. Und deswegen hat es für mich keinen so starken Glaubwürdigkeitsfaktor mehr. Das heißt nicht, dass ich nicht hinter meinem Produkt stehe oder sowas. Aber ich würde da, wenn ich mit Produktbewertungen arbeite, wirklich mit einem externen Dienstleister arbeiten, wie zum Beispiel Trusted Shops oder sowas, um darüber mir einfach den Shop oder meine Produkte zertifizieren zu lassen. Globale Optionen sind natürlich dann interessant, wenn wir auch global unseren Videokurs anbieten wollen. Ist jetzt in meinem Fall nicht so. Da müsste ich mich auch selbst nochmal reinfuchsen, weil ich keine Produkte habe. Grundsätzlich in Deutschland finde ich es ziemlich schwierig, Produkte europaweit anzubieten. Ja, global ist dann doch nochmal ein ganzes Stück komplizierter. Und wir haben hier noch E-Mails, also standardisierte E-Mails, die wir quasi so bearbeiten können, aber auch wie wir E-Mails bearbeiten und wie wir quasi E-Mails automatisiert an unsere Kunden rausschicken wollen, das will ich dir in einem separaten Video nochmal zeigen. Also hier sollte es wirklich rein um die Einrichtung von German Market gehen. Die allgemeinen Einstellungen haben wir uns jetzt soweit angeschaut. Auf die anderen Einstellungen, wie wir automatisierte PDFs erstellen, wie wir unsere PDF noch bearbeiten, darum soll es in einem weiteren Video gehen. Ich hoffe, diese Grundeinstellungen von German Market haben dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, sodass du deinen eigenen Online-Shop rechtssicher starten kannst. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast oder wie gesagt, dich mit diesem Themenfeld gar nicht auseinandersetzen möchtest, dann kontaktiere uns einfach gerne und wir versuchen, so gut es geht, den Online-Shop für dich aufzusetzen.